Weihnachten und Zirkus, passt das zusammen? Und wie das zusammenpasst. Der Sachsenpalast Weihnachtszirkus gastiert zum vierten Mal in Zwickau und das überaus erfolgreich. Zur Premiere am 21. Dezember war das Zelt wieder rappelvoll und das Publikum hingerissen. Das funkelnagelneue Programm in dieser Saison konnte sich sehen lassen. Die Organisatoren haben ein gutes Händchen und wissen, was beim Publikum ankommt. Aber drehen wir den Uhrzeiger noch einmal zurück. Kurz vor Beginn der Veranstaltung trafen wir einen der Organisatoren im noch leeren Zirkuszelt. Stefan freute sich sehr auf die Premiere und die Gäste auch. Leute, die Zuschauer warten schon im Foyerzelt. Hat alles geklappt. Wir sind froh auf. Die letzten Artisten sind gestern Nacht aus der Mongolei gekommen, haben heute früh noch die letzten Proben gemacht und ich denke mal, es klappt alles. Im Foyerzelt, also im Weihnachtsmarkt, hatten es sich schon viele Besucher gemütlich gemacht. Familien, Freunde und Arbeitskollegen gönnten sich einen Glühwein oder auch zwei. Einige waren nicht zum ersten Mal hier. Wie gefällt es Ihnen denn hier? Wir waren schon voriges Jahr hier. Schön. Darum sind wir ja wieder da. Dann deckte man sich nochmal ordentlich mit Krapfen ein und anschließend suchte man sich einen Platz unter der Zirkuskuppel. Auch auf das Moderationspaar freuten sich viele Gäste. Ramon Roselli und Lorena Hein. Da, die waren ja von Anfang an schon dabei gewesen, die haben das wieder übernommen. Atemberaubende, strahlende, intelligente Star-Moderatorin aus dem Sachsenpalast, Lorena Hein. Und das, meine Damen und Herren, ist Ramon Roselli. Kurz und knapp, so geht's auch. Woher kommen die Artisten? Wir haben hier wieder Top-Artisten aus Frankreich, aus Portugal, Todeskugel, doppeltes Todesrad, Top-Jongleur aus der Tschechei, aus Schottland. Also wir haben hier ein spitzenmäßiges, hochkarätiges Programm für Zwickau wieder organisiert. Und da schauen wir jetzt mal rein. Frohe Weihnachten!
hatte nicht zu viel versprochen. Das Programm ist unglaublich vielfältig. Hier kommen sowohl Kinder als auch Erwachsene auf ihre Kosten. Premiere ist immer aufregend, für die Artisten und die Organisatoren gleichermaßen. Ja, man ist noch aufgeregt. Es ist das erste, wir hatten zwar Generalproben alles, aber wenn das Publikum da ist, ist halt doch was anderes, als wenn man die normale Probe macht. Da kann man noch mal was rückgängig machen oder noch mal kurz aussetzen. Aber in der Premiere muss das halt alles beim ersten Mal klappen, sage ich jetzt mal. Zirkus gastiert zum vierten Mal in Zwickau. Was kommt denn beim Publikum am besten an? Es ist unterschiedlich. Also das sind ja alles, sagen wir mal, Artisten, die die Welt bereist haben, die verschiedene Auszeichnungen von Festivals bekommen haben. Den einen gefällt das besser, den anderen das. Also was immer, also was jetzt gut angekommen ist, das ist die Motorradkugel, die kleine, wo die da mit 6 Mann drin fahren. Das ist halt was Spektakuläres für die Kinder, weil, sagen wir mal, kleinere Kinder können ja diese Artistik, die da in der Luft oder auf dem Boden ist, noch nicht so einschätzen. Es ist bunt gemischt, es ist für alle was dabei und bis jetzt, sagen wir mal, die vergangenen 3 Spielzeiten hatten wir ja eigentlich immer ziemlich ins Schwarze getroffen für unser Publikum. Es war eine mitreißende Show. So konnte man die leidige Wartezeit auf Heiligabend perfekt verkürzen. Der Weihnachtszirkus gastiert noch bis zum 7. Januar auf dem Platz der Völkerfreundschaft. Zum Tag der Premiere waren noch Einzelkarten erhältlich. Falls Sie keine mehr ergattern konnten, dann besorgen Sie sich rechtzeitig welche für das Jubiläum in der kommenden Saison.